Arik und die übrigen Helden haben auf der 12. Stufe der endlosen Pfade von Ot-Nuwa überraschenderweise einige Vitrax aufgestöbert, die nicht sofort angreifen, und Arik sucht mal das Gespräch. Charek, du spürst etwas Kratzendes in deinem Kopf, gefolgt von einem plötzlichen, schrillen Klingeln. Vereinzelte Bilder blitzen vor deinem geistigen Auge auf. Du siehst eine Masse an Nestern, die sich, an eine Höhlenwand gelehnt, in die Finsternis erstrecken. Ein riesiges Netzwerk aus Spinnweben, irgendwo tief unter der Oberfläche. Außerdem siehst du die Körper der Wachen, die du kürzlich erschlagen hast, zusammengesunken auf dem Höhlenboden liegen. Als die Bilder verblassen, siehst du eine weitere spinnengesichtige Kreatur vor dir stehen, die ihre klauenbewehrten Hände hebt. Du spürst abermals einen Stich in deinem Schädel, und dann erklingt in deinem Verstand eine Stimme, die deinen Gedanken völlig fremd ist. Orech, Duvati, Narod, Ufraik, Nat. Die Kreatur hält mit zuckenden Fangzähnen inne. Kaledina, Fosta, Agrengidare? Das ist offenbar altweilianisch, was Arik nicht kann. Intelligenz 12 ist auch nicht gerade das, was Arik jetzt vorweisen kann. Darum Entschuldigung, aber ich verstehe dich nicht. Die Kreatur macht ein eigenartiges, zischerndes Geräusch. In deinem Kopf hörst du das folgende. Ädyr-Sprache. Seit dem letzten Gedanken hat das Rad viele Umdrehungen gemacht. Tier ist hier Eindringling. Nester sind hier. Beschützer sind tot. Ist Tier jetzt fertig? Hört Tier jetzt zu? Nicht kämpfen? Ich bin kein Tier. Einen Moment lang betrachtet dich die Kreatur in aller Stille. Mensch, Tier, korrigiert sie einfach. Ach, sind die eingebildet, ob ihrer Intelligenz. Diese Wachen haben mich zuerst angegriffen. Na, das stimmt jetzt nicht ganz so, aber der rote Kreis macht die Aussage jetzt trotzdem wahr. Also, diese Wachen haben mich zuerst angegriffen. Wachen haben Versuch nicht überlebt, bemerkt die Kreatur ruhig. Ja, das ist auch offensichtlich. Ich glaube, du musst ein bisschen an deinem Ädyrisch arbeiten. Ja, ich glaube, man sollte Vitrax gegenüber schlaue Antworten geben. Ich glaube, du musst ein bisschen an deinem Ädyrisch arbeiten. Viele Jahre nicht gesprochen, viele Akzente. Eld, Tong, Frey, Ülfen, Lerz, vergesse viel. Aber Tier scherzt, spricht, ja, kein Ort zum Kämpfen. Nest muss sicher bleiben. Also das Diplomatische sagt Arik nicht, dass es hier keinen Grund zum Weiterkämpfen gäbe, das sieht er nicht so, er ist ja sehr, sehr misstrauisch. Aber er greift auch nicht direkt an, er sagt, gut, ich werde zuhören, aber du probierst besser keine dummen Tricks. Nicht probieren, stimmt die Kreatur zufrieden zu. Vitrak grüßen dich, willkommen im Nest. Ja, Tier muss nicht kämpfen. Die Kreatur breitet ihre Arme aus. Vitrak grüßen dich, willkommen im Nest. Tier wahrt den Frieden. Erzähl mir über die Vitrak. Die Vitrak sieht dich einen Moment lang an, dann an sich selbst herunter, zurück. Was ist Mensch-Tier? Vitrak-Volk sieht Dinge, die andere nicht sehen, sehen Licht in trüber Hülle. Sie zeigt auf dich, sehen großes und brennendes Licht. Vitrak sprechen ohne Stimme und mit vielen. Hunderte Seelen in großer Stadt. Stravek Narit ist Kolonie. Eine große Reise. Tier würde lange laufen, um sie zu erreichen. Wie ist es so in der Kolonie? Großes Licht in der Dunkelheit. Aufgrund ihrer eigenartigen ätherischen Eigenschaften wirkt die Stimme der Vitrak traurig. Viele Herzen leben zusammen, bauen. Die Vitrak beugt ihren Kopf. Eines Tages, wir kehren zurück. Was machst du hier? Vitrak, suchen. Suchen Wissen für Heimat, für Kolonie. Stravek Narit, weit weg. Lange Zeit, wir haben gesucht. Wir wurden krank vor Erinnerungen an die Heimat, bauten Nester, schufen neue Heimat und fanden, was wir suchen. Herren dieses Orts, die Vitrak deutet auf die Wände um euch herum. Bauten Adra an, kein Schneiden, Brechen, Anbauen, Formen.
wenn Fitrak Geheimnis finden könnten. Machen großartige Werke, Statue, Maschinen. Fitrak könnten Seide und Atra weben. Unsere Nester werden stärker, Kolonie wird stärker. Alle von uns weben großartige Arbeiten. Du spürst plötzlich Melancholie von der Fitrak. Wir sind nah, Maschinen, Kristalle finden. Finden aber unter uns auch Adra-Männer, haben viele verloren, zu viele. Sie betrachtet dich mit plötzlichem Interesse. Mensch, Tier ist stark, besiegte andere Tiere, brachte Wachen um, könnte Fitrak helfen. Nach was genau sucht ihr? Dinge zum Studieren, Dinge aus Adra, alles in den Ruinen unter uns. Muss sehen, wie Otnua Adra-Männer macht. Adra, Hüllen, ja? Tier muss Adra-Männer nicht töten, brauchen nur Hülle, brauchen auch Teil von Maschine, Teil wie ein Herz von Maschine. Adra und glänzendes Metall. Die Fitrak denkt einen Moment lang nach. Letztes Stück ist Adra, nicht Adra aus den Wänden. Ist anders, rein, schwer zu finden. Charek hofft, unter uns ist etwas davon. Wenn Mensch Tier diese Dinge bringt, Fitrak bei Tier in großer Schuld stehen. Wird Kolonie helfen, uns helfen. Könne nach so langem Warten nach Hause gehen. Für diese große Tat, Charek würde Tier belohnen. Das ist also eine Queste, die ich hier annehmen kann. Ich möchte daran nicht teilhaben. Arek ist unentschlossen und sagt erstmal, ich werde sehen, was ich finden kann. Das ist ja unverbindlich genug eigentlich. Die Fitrak macht ein merkwürdiges, klapperndes Geräusch und in deinem Verstand spürst du schemenhafte Dankbarkeit. Dann Charek ist dankbar. Weg zu Ruinen liegt im Osten. Späherinnen haben sich durch Stein gearbeitet, haben Stufen gefunden, haben mehr als Stufen gefunden. Jetzt bewachen sie uns vor dem, was unter uns liegt. Tier muss Aufgabe erklären, dann wird Kestorik in Frieden passieren lassen. Charek hält inne. Kestorik ist nicht gütig. Tier passt auf sich auf. Neue Queste, die Werkzeuge des Meisters. Steige weiter auf die nächste Ebene der endlosen Pfade hinab. Und Arek spricht mal noch weiter. Die Fitrak neigt ihren Kopf zum Gruß. Mensch, Tier kehrt zurück. In den unteren Bereichen muss es vorsichtig sein. Dort wachen noch immer viele Augen. Weißt du irgendetwas über den Meister dieses Orts, Otnua? Die Fitrak fährt sich mit einer Kralle einen ihrer Fangzähne entlang und grübelt. Eret Narek, Otnua. Name blutet durch Wände, aber Fitrak kennen Gesicht und Stimme nicht. Fitrak sehen großartiges Werk, sehen Statue, ja? Meister vieler Dinge, Meister von Adra, von vielen Stimmen, gefangen im Stein. Die Fitrak deutet auf den Rest der Höhlen, von den Dingen in der Tiefe. Vieles zu bewundern. Ja, Tier muss nicht kämpfen. Die Kreatur breitet ihre Arme aus. Fitrak grüßen dich. Willkommen im Nest. Tier wahrt den Frieden. Welche Sprache hast du zuvor gesprochen, kann Arek noch fragen? Die Fitrak macht ein zwitscherndes Geräusch, antwortet aber nicht. Ich gehe dann mal besser. Die Kreatur starrt dich einige lange Augenblicke unerschrocken an. Gut, hörst du. Dann Fitrak wünschen schnelle Reise. Sie geht einen Schritt zurück, worauf das Klingeln in deinem Kopf nachlässt. Also eine Queste, die Fitrak wollen irgendwas Adra-Maschinen-Animatenartiges studieren. Das findet sich eine Ebene tiefer. Sie sind zu schwach dafür, das selbst zu machen. Jeden gäbe es ein bisschen was zu stehlen. Das wäre aber jetzt sehr auffällig. Und hier gibt es Krivi. Während du dich näherst, studiert dich die Fitrak aufmerksam mit dunklen, glänzenden Augen. Ihre Stimme in deinem Verstand klingt angenehm melodisch. Ädios Sprache ist willkommen. Krivi sieht gerne. Hier viele neue Dinge. Sie deutet mit einer Klaue auf die Höhlenwand. Viele Kristalle, fügt sie aufgeregt hinzu. Was machst du da? Die Fitrak hebt einen klauenbewehrten Finger, um leicht an einer der Adra-Formationen zu kratzen, die entlang der Wand wachsen. Studiert es Karevar, Adra, wie wachsen, Form geben, gebrauchen. In Stravek Naret wächst kein Adra. Krivi wird Geheimnis lernen. Krivi jagt auch Vorräte. Isit hilft, sucht in Höhlen im Süden.
Die Vieh-Track deutet in eine Richtung. Nimmt sich Zeit. Fügt sie mit leicht tadelnder Stimme hinzu. Geht auch alleine. Gefällt Krivi nicht. Wo ist Isyd hingegangen? Isyd gehen nach Süden, um Höhle da zu durchsuchen. Nahm Spinnen zum Schutz mit. Sie hält inne. Krivi macht sich etwas Sorgen, kann aber Suche nicht unterbrechen. Hilft Kolonie. Ich hatte andere Fragen. Ja, Krivi hört zu. Ich nehme an, du magst glänzende Objekte. Krivi neigt ihren Kopf. Ja, glänzt. Viel Licht, viele Farben in Adern der Welt. Geht bis zum Herz, denkt Krivi. Sie stößt ein leises, glücklich klingendes Schnalzen aus. Wer ist Krivi? Die Vieh-Track stößt ein dumpfes, pfeifendes Geräusch aus. Ist Krivi, sagt sie klug. Also sie ist Krivi, ganz offensichtlich. Weißt du etwas über den Meister in der Tiefe? Krivi weiß viele Dinge, aber nichts über einen Meister, fragt Charek. Sie deutet mit einer Klaue auf ihre Anführerin und faltet dann sittsam ihre Hände. Leb wohl. Lab, lab, leb. Also, ja, leb wohl, Edyr Sprache. Ja, die Unterhaltung mit Vitrax ist ein wenig zäh. Hier gäbe es auch was, das müsste Arik aber stehlen, was ziemlich unmöglich ist, wenn da ein Vieh-Track daneben schwebt. Und Krivi meinte, ich soll hier nach dem Meister in der Tiefe fragen, aber die Frage gibt's ja gar nicht. Ja, Karte. Also, es wurde gesagt, im Süden ist Isyd, also hier, und im Osten gäbe es eine Treppe in den unteren Bereich, also hier, und da wäre jemand namens Kestorik. Und Kestorik wäre übellaunig. So, jetzt hat Arik ein Problem, er muss eine Entscheidung fällen. Findet er es gut, dass hier so ein Vieh-Track-Außenposten im Keller seiner Burg ist? Nein, das findet er nicht gut. Auch wenn die im Moment nicht feindselig sind. Und Arik überlegt sich, was er tut. Und überlegt sich, ja, er würde erstmal gerne nach unten steigen, eine Ebene tiefer und schauen, was die Vieh-Track da überhaupt entdeckt haben und was sie da eigentlich haben wollen. Und wenn er das gefunden hat, dann kann er immer noch überlegen, ob er hier Rabatz macht oder nicht. Erstmal macht er hier weiter im Süden Rabatz. Geht mal dahin, Helden. Ein Kämpfchen wird noch gehen, denke ich. Der schleicht mal da so hin. Da ist es ja sehr eng. Arik. Hast du da überhaupt Platz? Aber nicht viel. Hast du sogar eine Falle. Böse. Da ist eine Spinne. Kannst du die Falle entschärfen? Ja, kannst du. Das ist eine... Was ist das? Eine Falle des Starrens des Adragans. Und hier. Ich kann keine Flammenwand mehr setzen, aber es muss irgendwie ohne gehen. Arik, Fernkampf, Attacke. Und zurück. Und zack, Nahkampf. Duranz, bitte einmal den Segen sprechen, bevor du gleich wieder stiften gehen musst. So, Duranz, du gehst jetzt bitte weg. Oh, der hat auf Arik gezielt, diesmal ausnahmsweise Attacke. Der ist versteinert. Duranz, schießen. Alot, Arcana, Angriff. Sagani, Itumak, Palegina, Attacke. Und treten. Und treten. Der erste ist platt. Und treten. Ihr bitte alle schießen. Alot, Arcana Angriff. Da drauf. Au, Arik, das tut ja weh vom Zuschauen. Ja, ich weiß, warum die diesmal nicht auf Duranz schießen oder zielen, weil ich glaube, die können hier über den Felsen nicht ihren Zauber setzen. Palegina, verteil mal Hand auflegen hier und dann bei Edea. Attacke. Duranz und Sagani und so weiter alle hier angreifen. Alot gerne mit einem Arkanenangriff, falls er das hinbekommt. Bumm. Alot, was ist denn los? So schlimm ist das doch gar nicht. Arik gibt mir gleich um.
Phalegina, geh mal da weg. Alot kriegt's nicht hin. Bumm. Die nächste Platte. Oh, da hinten ist ein Viehtrack. Eine wahnsinnige Viehtrack. Das ist dann wohl Isit. Bumm. Das war's mit Arik. Edea. Attacke. Alot, Arcana-Angriff. Duranz schießen, Sagani schießen, Itumak, geh mal mit nach vorne. Und Alot. Mach schon mal nekrotische Lanzen, falls das geht. Es geht nicht. Doch, jetzt geht's, oder? Alot, nekrotische Lanze. Der kann doch auch schon zaubern. Du musst doch jetzt in der Nähe sein. Attacke. Ihr alle, Attacke. Ach, Itumak ist übernommen. Und Alot kriegt das nicht hin. Alot, geh mal dahin. Kannst du ja echt nicht zaubern, Alot. Das ist nicht dein Ernst. Das kann er wirklich nicht. Alle greifen hier an. Auch Alot. Dann muss der halt noch ein bisschen nach vorn rücken. Der Viehtrack. Und dazu muss die dicke Spinne am Kopf der Schlange weg. So zum Beispiel. So, Alot, nächster Versuch. Hier, nekrotische Lanze. Die sitzt ja relativ gut bei Viehtracks Attacke. Ja. Und gleich die nächste hinterher. Und die nächste hinterher. Sagani muss mal kurz ausgebremst werden. Stopp. Duranz, geh weg. Schießen. Phalegina, schießen. Edea, mach irgendwas. Und Alot wirft eine nekrotische Lanze nach der nächsten. Sagani ist bei Sinnen. Schießen. Ah, jetzt hat's Duranz wieder erwischt. Ah, geh da weg. Alot. Nekrotische Lanze auf den Viehtrack. Und ihr alle schießt auf diese dicke Spinne. Ach, Sagani, bitte im Nahkampf. Nein, im Fernkampf natürlich. Attacke. Und bitte die letzte nekrotische Lanze. Ach, schon wieder übernommen. Duranz. Stopp. Phalegina, geh da weg. So, jetzt schießen. Duranz, schießen. Alot. Bitte die Geschosse. Oh, dauert das lange. Oh, der Viehtrag ist weg. Alot war's, natürlich. Attacke auf diese Spinne. Alot mit den Geschossen. Sagani bitte im Fernkampf mitschießen. Und Attacke. Ja, der Kampf war jetzt ein bisschen lahm, aber... Es war gar nicht so schlecht, dass die alle nacheinander standen. Ja, Arik ist verstümmelt und plündert. 6 Spinnengiftbeutel von Kristallfressern und Elfenbeinspinnen und hier einen polierten Knaufstein. Bei diesem Knaufjuwel handelt es sich um einen absolut glatten und runden schwarzen Stein mit Goldflecken. Reflexionen tanzen auf der dunklen Oberfläche auf merkwürdige Weise und bei bestimmten Lichtverhältnissen schimmert der Stein dunkelrot. Das ist ein Teil der Klinge der endlosen Pfade. Katze mauzt, jawohl. Finde weitere Stücke des uralten Schwerts, habe ich gemacht. Schmiede die Klinge, also ich habe jetzt alle Bruchstücke. Arik Schleichmal ist ja noch ein Fällchen irgendwo. Hier ist noch eine Leiche mit... Bisschen Kupfer. Und da unten heißt es,
Diese Überreste sind alt und brüchig und die auf dem Boden verstreuten Fragmente lassen darauf schließen, dass sie hierher geschleift wurden. Aha. Helden? Hier hinten wird mal gerade ein Rast eingelegt. Alles wieder gut. Jetzt geht's erstmal zu Krivi, um ihr zu sagen, dass Isid nicht mehr lebt. Einmal mehr erklingt die flötende Stimme der Viehtrack in deinem Verstand. Ädyrs Sprache ist immer noch willkommen, braucht etwas. Ich glaube, dass ich Isid getroffen habe. Sie griff mich ohne Vorwarnung an und ich war gezwungen, mich zu verteidigen. Eine ehrliche Antwort? Krivi versteht. Einen Moment lang spürst du ein eigenartiges, kratzendes Gefühl in deinem Kopf, dann ist es wieder verschwunden. Krivi tun Isids Taten leid. Sehr seltsam, dass Isid so handelt. Viele merkwürdige Dinge an diesem Ort. Beim Studieren von Adra sammelt Krivi viele Dinge. Nicht alle Steine sind gleich. Ja, habe hübsche Steine. Bitte nimm. Krivi dankt Ädyrs Sprache. Gut zu kennen. Was habe ich bekommen? Einmal Ta und Ratara. Immerhin. Und mit dieser guten Tat ist diese Folge auch zu Ende und weiter geht's im nächsten Teil. Bis dahin.